Hallo und willkommen zum Let's Play von Night Blights, einem kleinen Indie-Horrorspiel, gerade im August erschienen. Und man spielt ein kleines Kind. Es geht darum, dass man allein zu Hause ist, nachts. Und da gibt es diese Night Blights, das sind diese kleine schwarze Monster auf diesem Bild hier. Und man muss quasi die Familie beschützen, ich glaube bis 7 Uhr morgens. Ich habe es noch nicht gespielt, ich habe es nur gelesen. Auch so ein paar Tipps waren da direkt in der Beschreibung beigefügt. Und zwar, wenn man Feuerstelle, Garagentor und Toilette offen lässt, hört man das, wenn die da sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt positiv oder negativ ist, dass man sie hört, aber gut. Man hat gewisse Ausdauer, so ähnlich wie beim Slenderman. Rennen verbraucht sie und dann werden die Augenlider immer schwerer und ja. So, drücke A und D, um Seiten umzublättern. Drücke E, um einen Tag der Woche zum Spielen auszuwählen. Night Blights. Ja, da steht's sogar. Night Blight. Als die Sonne unterging und der Mond hochkam, kam der Horror von der Dunkelheit. Nee, kommt der... Ach, kommt bald. Okay. Sie verstecken sich in den Schatten. Mhm. Da steht's auch nochmal. Du musst bis zum Morgen überleben, wenn das Tageslicht kommt. Ach so, das ist gut. Wir können erstmal nur den Montag spielen. So, Montag. Sicher in deinem Bett oder so mag es scheinen. Na gut, sie kommen quasi unter dem Bett. Mhm. Am besten mal füttert sie mit den Spielzeugen. Da ist sogar ein Furby drauf. Also sie sind in einem Schrank. Und die Schränke soll man geschlossen halten. Jetzt ist die Frage natürlich, ob das jetzt in dem Fall, ob das levelabhängig ist, wo und wo die überhaupt kommen können. Also unterm Bett, aus den Schränken. Steht hier. Gucken wir einfach mal, würde ich sagen. How to play. WASD bewegen, Maus umgucken, Leertaste springen, Shift war, glaube ich, rennen, Steuerung ducken. Okay. Also es gibt eins bei der Schwester und eins bei den Eltern und immer wenn sie knurren, muss man sie füttern. Mit links aufheben, mit rechts machen. Und alle Schränke sollen geschlossen werden. Vier Schränke plus den Kühlschrank. Alles muss geschlossen sein. So, hier haben wir ein Spielzeug. Ich dachte eigentlich, mit Steuerung wäre es ducken. Okay, es ist eigentlich ziemlich süß. Der Schrank ist noch geschlossen. Der hat sich geöffnet. So. Jetzt gehen wir direkt mal nach unten und gucken bei dem anderen vorbei. Also ich habe es noch nicht gespielt. Aber so wie es aussieht... Es muss irgendwas geschlossen werden.
einer hat Hunger. Und eigentlich müssen wir noch einen Schrank schließen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, welcher das ist. Ich weiß auch nicht, wie schnell man füttern muss. Bist du das nicht? So, einen Schrank haben wir geschlossen, aber es scheint noch einer offen zu sein. Gucken wir einmal hier. Okay, der war jetzt schon richtig weit offen. Das war wahrscheinlich der erste, der geöffnet wurde. Klang jetzt schon wieder so ein bisschen nach hinten. Vielleicht spielt es sich auch erstmal hauptsächlich oben ab. Ich weiß gar nicht, was der sagt. Das klingt ein bisschen wie Help Me. Vielleicht sollte ich auch anfangen, hier Spielzeug auf den Boden zu legen. Ach, die Uhr bewegt sich sogar. Also wir haben jetzt schon 2:30. Und irgendwas von weiter weg ist jetzt aufgegangen. Ach, der sagt mir sogar, unter welchem Bett. Okay. Der unten bei der Schwester hat jetzt Hunger. Ich renne jetzt einfach mal, weil ich ja nicht weiß, ob es jetzt wirklich so schlimm ist, wie sie es gesagt haben in ihrer Beschreibung. Das haben wir auch geschlossen. Ich glaube, das Badezimmer hatte ich jetzt ja noch gar nicht gesehen. Ich könnte ja mal gucken. So, kurze Unterbrechung. Gerade unerwarteten Besuch bekommen. Ich frage mich, sagt der Help Me oder... Oder ist das eher so ein... Feed Me? Feed Me klang es eigentlich nicht. Also ich höre immer Hemfrey oder sowas, aber das ist ja jetzt nun gar nicht... Oh, da geht schon langsam die Sonne auf. Ich werde der erste Tag auch noch nicht ganz so schwierig. Es wird wahrscheinlich auch schwieriger je. Tschüss. Wahrscheinlich wird es schlimmer, je mehr Nächte du hast. Ich weiß nicht, ob das vielleicht mehr werden. Wer von euch denn? Du schon wieder? Wir haben jetzt 4 Uhr. 2 Stunden noch übrig. So. Hier machen wir zu. Also ich renne jetzt erstaunlich viel. Weil ich glaube auch, dass das mit der Ausdauer vielleicht, das stand zwar drin, vielleicht ist das in der ersten Dings noch nicht so relevant, aber es stand auch in der Beschreibung Heisenberg. Schon aus der Vorher auch schon? Oder nennt der einen Heisenberg? Ach, das hier sollen wir verwenden, um... So, das ist jetzt mein Notfallspielzeug. Mit dem roten Hocker können wir also in Sachen kommen, die zu hoch sind. Jetzt haben wir auch gesehen, dass es sich vorbewegt. Es ist eigentlich noch ziemlich süß. Ich könnte mir vorstellen, dass das... Wäre toll zu wissen, vielleicht ist es auch erst in späteren Nächten offen, weil hier scheint ja, dass man Garagentür offen lassen soll, Feuerstelle an und Badezimmer.
weil ich die Räume gerade überhaupt nicht sehe, dass vielleicht pro Nacht mehr Türen offen sind, wo man aufpassen muss. Und ich glaube, ich krieg jetzt hier langsam. Probleme, wenn ich hier nicht anfange, Spielzeuge auch von anderen Etagen mitzunehmen. So. Dann gehen wir mal schnell nach oben, weil jetzt hat er schon mindestens zweimal Feed Me gesagt. Und man sieht ihn auch schon. Warum auch nochmal, wenn man das jetzt jede Nacht hat, dann muss dieses Kind verdammt viel Spielzeuge haben. So. Machen wir das mal hier hin. Das funktioniert leider nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Heisenberg. Weil es ist jetzt. Ach, es ist ja schon 6:30. Aber der möchte nicht zu essen. Also es ist der unten. Und da hatte ich, glaube ich, auch noch ein Spielzeug vorgeparkt. Also je mehr man rennt, desto öfter schließt man die Augen und wahrscheinlich, vielleicht bewegen sich dann auch noch andere im Haus. Da oben war einer, das ist ja süß. Tuesday Unlocked. Sehr schön. Das war jetzt der erste Tag. Gut, der war wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher. Ja, am ersten Tag waren die ja nur unter den zwei Betten. Und es fehlten auf jeden Fall das Badezimmer und Garage oder so. Vielleicht kommt das jetzt ja. Dienstag. Sie sind tödlich und nur Kinder können sie sehen. Und sie lieben den Geschmack von kleinen Babys. Wenn sie neben dem Baby wachsen, das Baby weint. Das Mobili bewegen, sonst wird das Baby sterben. Okay, das Mobili, da war ich ja gerade schon auf dem Hocker. Das Garagentor mag geöffnet sein. Und du hörst es atmen. In diesem Fall heißt es ein Night. Ah, okay. Also wenn die Garage offen hat, hört man das Atmen. Okay, wenn ich Atmen höre, muss ich den roten Knopf drücken. Und wenn ich ein Baby schreien höre oder so, dann müsste ich das Mobile benutzen. Okay. Den Tag machen wir auf jeden Fall jetzt noch. Das ist natürlich toll, weil dann könnte ich dann noch eine Folge von machen, wenn es euch gefallen hat. Es ist jetzt relativ ruhig, es passiert nicht so viel. So. Kletter hoch. Atmen. Ist die Frage, brauche ich in der zweiten Nacht gar kein Spielzeug zum Füttern vielleicht? Wenn ich nur die Schränke schließe oder sind die auch unterm Bett? Aber es scheint, das wird immer zusätzlich, wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe. Dann sammeln wir hier mal ein bisschen Spielzeug. Ja, das ist auf jeden Fall auch in der Bett. Also es wird von Tag zu Tag einfach mehr. Gucken wir mal, ob es direkt hier. Also es spitze ich anscheinend wieder erstmal hier oben ab. Das ist auch auf jeden Fall der Kleino hier oben.
Es könnte natürlich auch eine Art Taktik sein, indem man nicht sofort füttert, weil es kommt ja jedes Mal ein Stück näher und ich habe ja auch nur begrenztes Spielzeug. Fangen wir erstmal an und suchen Spielzeug von hier weg. Können wir da vielleicht noch drauf? Ach, du blöder Schrank. So. Sofort. Ich habe gerade keine Zeit. Ah, der hängt an der Decke. Das ist natürlich interessant. Dann kommt er immer näher wahrscheinlich. Ja, ich hab's ja gehört. Und es wird bestimmt der Fall sein, dass es von Nacht zu Nacht auch schneller geht, wo diese Phase, keine Ahnung, wahrscheinlich darf man sie 3, 4 Mal schreien hören und dann sind sie vorne. Hier steht auch noch überall Spielzeug. Hier nehmen wir noch mal eins mit. Jetzt war das wahrscheinlich die Garage. So. Wundervoll. Dann haben wir noch ein Spielzeug. Hier um die Ecke war auch noch ein Spielzeug. Jetzt schreien sie auch auf jeden Fall wieder nach Essen. Ich warte jetzt, bis ich wirklich ein Feed Me höre, bevor ich irgendeins von den beiden fütter. Und ist es nicht mal? So. Wir haben 2:30. Ja, mal eben gucken. Abgesehen von dem Schrank. Ist hier noch eins im Raum? Nö. Da man dieses Drehding nicht dafür verwenden kann, werde ich dann auf jeden Fall nochmal gucken müssen, dass ich auch Haustiere. Hi. Spielzeug. Oh Scheiße, ich brauche den Hocker. Ich brauche den Hocker. Ah! Ist natürlich doof. Es steht, du könntest es ja trotzdem schaffen, wenn man auf Abstand bleibt, aber das war jetzt natürlich, ich überlege. Wir versuchen die Nacht jetzt nochmal, weil ich glaube nicht, dass das eigentlich so schwer ist. Ich war jetzt nur zur falschen Zeit am falschen Ort und ich sollte vielleicht nicht so viel Zeit mit, Spielsachen bunkern verschwenden, sondern mich wirklich mehr kümmern. So. Weil ich bin ja hier vorher auf dem Bett rumgesprungen und ich habe den Schrank ja irgendwie übersehen. Also es ist ja grundsätzlich ein Horrorspiel, damit kann ich, das kann ich auch so unterschreiben. Ich finde es nicht besonders gruselig, aber es ist halt auch einfach echt niedlich gemacht. Mit den ganzen süßen Spielzeugen und auch diese Nightblights. Ich weiß nicht, ob das Nachtschatten heißen soll. Beziehungsweise es könnten auch Alps sein, also Albträume, die Viecher. Alps müssten die doch heißen, oder? Wisst ihr das? Ich bin echt
Irgendwie so. So, klappt zu. Huch. Also manchmal hüpft man mit der Grafik ganz schön hin und her. So, wir haben hier schon mal 4-mal Fütterung gewährleistet. Muss das Fenster offen? Gut, das kann aber sein, dass das dann auf jeden Fall noch dazu kommt, dass wir dann die Fenster schließen müssen. Nisan hat mir dann auch nicht erzählt, dass die Schränke offen sind. Ich weiß auch gar nicht, was hier noch ein Spielzeug sein soll, weil ich sehe gar nichts. Ach so, die fehlen ja hier. What? Das war jetzt das Garagentor. Das heißt, hier unten im Haus sind schon mal weniger. Als so. Hier sind 3 Dinosaurier. Lustig. Das finde ich süß. Retrum-Mörder. Okay. Steht Mörder an der Wand. Das müssen wir einmal kurz schnell gucken, dass wir auch alle Schränke und auch den Kühlschrank geschlossen haben. Ich befürchte jetzt ja, dass das oben gleich jetzt ausbüchst. Aber dass der sich auch gemuxt hat. Laufen wir jetzt mal ganz, ganz schnell nach oben und gucken, dass wir hier einmal alle Schränke abgehen. So. Also wird es pro Nacht mehr, dann kriegen bestimmt in einer Nacht auch noch die ganzen Fenster dran, weil hier sind ja auch sämtliche Fenster offen. Das ist echt friedlich. Vielleicht sind diese, die nicht Feed Me sagen, ja auch einfach welche. Aus den Schränken. Oder am Fenster oder so. Ja, und man hat so ein bisschen Cliffhanger, aber in einem anderen Sinne als jetzt bei Film. Muss das sein? Nämlich gerade unten, um alles mal zu checken, alle Schränke. Da wo kommt so, du hast deinen kleinen Bruder getötet. Du stehst auch nicht Heisenberg. Wobei, jetzt war ich zu lange oben. Gott, wahrscheinlich ist in der Küche jetzt richtig was rund. Und scheint schon mal gerade okay zu sein. Ich muss aber auch auf jeden Fall noch mal in die Garage gucken.
Aber wenn es gut programmiert ist, kommt es wahrscheinlich auch öfter vor, wenn man unten ist, dass oben irgendwas passiert. Und umgekehrt. So. Lang ist die Nacht nicht mehr. Ich denke, wir haben ganz gute Chancen jetzt. Weil ich glaube, ich habe keinen Schrank übersehen. Das klang jetzt... Ja, Teddy, halt mich nicht fest. Das klang jetzt wieder nach dem Kühlschrank. Oh, die ist auch richtig weit auf. Einer unserer Kameraden hat Hunger. Also, dass man fliegen kann, ist natürlich auch echt interessant. Hast du Hunger? Warum nicht? Ich an deiner Stelle hätte Hunger. Okay. Wir haben 10 nach 5. Es ist toll übrigens, dass in diesem Spiel mal die programmierten Uhren funktionieren. War das in den anderen Spielen? Achtung, buh! Ah, nee, doch nicht. Jetzt blinzel ich auch schon öfter, ich muss also weniger laufen. Also noch ist es vielleicht nicht so relevant, weil die Night Blights, wie sie hier heißen, ja bis jetzt noch nicht ausgebrochen sind, beziehungsweise außer die Stelle, wo ich direkt gestorben bin. Aber ich denke, wenn du vielleicht blinzelst, dass die dann sich in der Zeit, in der du blinzelst, was indiziert, dass du müde bist, sich schneller bewegen können. Dass sie vielleicht anstatt so langsam zu gehen, dass du weglaufen kannst, dass sie dann vielleicht rennen. Oder einfach ein Stück springen. Stochen. Nein! Ich darf nicht mehr laufen. Finde ich eigentlich gut simuliert mit den Augenlidern. Das heißt jetzt aber, dass ich nicht laufen werde, obwohl ich das dadurch dann vielleicht jetzt nicht mehr schaffe. So. Ich habe jetzt nichts mehr zu essen vorbereitet. Das heißt, wenn ich das nächste Mal, wenn ich nochmal runtergehen sollte, bringe ich das auf jeden Fall von oben mit. Weil es ist 7:15. Oh. Das ist aber nicht so einfach, wie ich dachte, wenn der die Sicht immer kurz weggeht. Oh, Gott sei Dank. Wir haben es geschafft. Wir haben die Mittwoch freigeschaltet. Da kommt der Feuer und die Toilette hinzu. Könntest du noch einmal kurz lesen? Sie sind unsauber. Also kommen sie mit Toilettenrohre. Spül sie weg, so schnell du kannst. Okay. Breathing around corners. Manchmal werden sie das Feuer entzünden. Muss man dann gucken, dass es nicht abbrennt wahrscheinlich. Okay. Vielleicht sind die diesmal auch außerhalb von diesen Dingern auch zu treffen, hinter Ecken. Ich weiß es nicht genau. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge, wenn es euch Spaß gemacht hat und ihr wissen wollt, wie es weitergeht.